Rüstung an ein Regime, das Menschenrechte missachtet, wie etwa 2011, als sie im Nachbarstaat Bahrain geholfen haben, die Proteste niederzuschlagen? Ja, aber die Aufständischen hatten angefangen. Ehrlich, die wollten Demokratie, diese Irren. Außerdem, wenn man beim Waffenexport zu strenge Kriterien anlegt, dann fallen die besten Kunden weg. Das Geschäft mit deutschen Waffen brummt unter Kanzlerin Merkel mehr denn je. Wirklich, 42%. 42% der deutschen Rüstungsexporte gehen inzwischen an Drittstaaten, also nicht EU oder NATO. Und wir versuchen dabei, Diktaturen möglichst nicht zu benachteiligen. Nach welchen Kriterien funktioniert das nochmal? Wir haben und bleiben bei einer restriktiven Rüstungsexportpolitik. Die richtet sich allerdings nicht nur nach Kriterien der Menschenrechte. Nein! Nein, es geht natürlich auch ums Geldverdienen, meine Damen und Herren. Wer entscheidet über deutsche Rüstungsexporte? Der sogenannte Bundessicherheitsrat. Der tagt hier im Westflügel des Kanzleramtes. Ein streng geheimes Gremium. Niemand weiß, wer die Mitglieder sind. Na gut, es sind Angela Merkel und einige ihrer dürften Minister, meine Damen und Herren. Die tagen immer nur nachts, denn wenn die Sonne aufgeht, verwandeln sich alle in Fledermäuse. Tja. Bah! Ich hatte kurz den Nibel im Haar, voll eklig. Geheim. Warum entscheidet eigentlich nicht der Bundestag darüber, an welche Verbrecher wir welche Waffen liefern? Keine Ahnung, wahrscheinlich ist es zu umständlich. Wir schalten mal live zu unserem Reporter Ulrich von Hesen auf den Kölner Weihnachtsmarkt, wo die deutsche Waffenindustrie einen eigenen Stand hat. Ulrich, warum? Morgen stirbt der Weihnachtsmann. Wir ballern ihn vom Schlitten. Ja, Welke, warum wohl? Imagepflege. Gerade jetzt, wo die Gutmenschen wieder nörgeln. Da muss die Waffenindustrie selbstbewusst nach draußen gehen und sagen, wir sind ein deutscher Exportschlager. Genau wie der Schäferhund oder die Currywurst aus der Mikrowelle. Das stimmt. Die Mikrowellenwurst hat wahrscheinlich mehr Menschen getötet als jeder Panzer. Trotzdem. Trotzdem. Ich habe mal eine probiert. Aber Ulrich, Weihnachten ist das Fest des Friedens. Da hat doch die Waffenbranche nichts zu suchen. Ja, ja. Da merkt man wieder, dass sie damals an der Bettpfanne gedient haben. Waffenhandel ist Friedensdienst. Sekunde, eine Taube. So, Flugratten, verdammte. So, Glühwein, Leute, kauft Glühwein und lasst eure Kinder mit dem G36 Sturmgewehr schießen. Jetzt dabei sein, das macht Spaß, das macht Laune. Laune? Friedensdienst? Wieso ist das denn ein Friedensdienst? Meine Fresse. Je mehr deutsche Waffen in Krisengebiete verkauft werden, desto friedlicher wird es da. Und warum? Weil deutsche Waffen Schrott sind. Hier, das G36. Kannst ein Ei draufhauen auf das Teil. Einzelbeschuss mit kalter Waffe. Dann kurze Feuerstöße, 60 Schuss. Das Gewehr läuft heiß, das Trefferbild danach deutlich schlechter. Ist kein Witz. Gerade rausgekommen. Nach exakt 60 Schuss triffst du mit dem Baby hier nicht mal mehr einen Möbelwagen. Was? Nach nur 60 Schuss? Genau. Sobald dir als Soldat 61 Feinde entgegenkommen, bist du am Arsch. So viel zum Thema deutsche Wertarbeit. Auch ist wohl vorgekommen, dass eine Waffe im Dauergebrauch, also im Schnellfeuer, geschossen wurde bei SWAT-Teams. Und die ist ganz einfach geschmolzen. Ja, so steht das hier. So steht das hier auch im Prospekt von Heckler & Koch. Das G36 schmilzt in der Hand und nicht im Mund. Ah, jetzt schließt sich der Kreis. Schön, dass wir unsere Soldaten damit nach Afghanistan schicken. Aber jetzt verstehe ich's. Jetzt weiß ich, was Sie meinen. Wenn wir den Saudis solche Waffen andrehen, dann können die den nächsten Aufstand in Bahrain gar nicht mehr niederschlagen. Jetzt haben sie es kapiert. Das ist übrigens auch der neue Slogan der Friedensbewegung. Frieden schaffen durch beschissene Waffen. Wenn das Sturmgewehr streikt, hat der Bundeswehrsoldat immer noch seine Pistole P8, auch von Heckler und Koch. In einem weiteren vertraulichen Bericht der Bundeswehr sind auch Probleme mit der Pistole dokumentiert. Ist aber auch kein Problem. Dann hat der Soldat immer noch diese Zwille von Heckler und Koch. Ey, verdammte Scheiße, aua. Ja, trotzdem, Ulrich, ich bleibe dabei. Man sollte an ein Regime
wie Saudi-Arabien gar keine Waffen verkaufen, nicht mal deutsche Schrottwaffen. Ach, Welke, auch in Saudi-Arabien ist doch nicht alles schlecht. Wussten Sie zum Beispiel, dass Frauen da nicht Auto fahren dürfen? Das rettet jeden Tag Leben! Wo er recht hat, Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Live vom Kölner Weihnachtsmarkt. Und wo wir eh beim Thema sind, falls Sie noch voll im Geschenkestress sind, hier ein besinnlicher Moment, um Sie an den